Servus aus Leobersdorf, das ist der Ronny, unser Verkaufsleiter. Ich bin der Raphael, wir beide arbeiten bei Varotherm. Und Ronny, heute schauen wir uns die Modulblase an. Genau. Für was braucht man die? Wenn es ums Thema Sanieren geht, sollte die Modulplatte dein bester Freund sein. Warum? Du hast eine Platte und mit dieser Platte kannst du heizen oder kühlen. Und der große Vorteil, es ist quasi auf der Rückseite eine fertige Wand. Jetzt sagst du heizen, kühlen, fertige Wand? Jawohl. Wie funktioniert das? Du siehst das da ganz gut. Wir haben in der Platte ein eingelegtes Rohr. Und durch dieses Rohr schickst du kaltes oder warmes Wasser. Somit heizen oder kühlen. Ein fertiges System. Jetzt kenne ich andere Lösungen, wo die Rohre einfach quer im Raum herumliegen und frei liegen. Ja. Was hat das im Vergleich zu unserem Produkt für einen Vorteil, Nachteil? Die große Aufgabe ist ja immer, die Wärme oder die Kälte in den Raum zu bringen. Wenn das Rohr jetzt nur auf einer Platte aufliegt, ist das Rohr warm oder kalt. Aber die Platte selbst wird auch irgendwann wird schon mal warm oder kalt werden. Aber in unserem Fall, weil das Rohr direkt in der Platte integriert ist, haben wir ein sehr reaktionsschnelles System und können somit gewährleisten, dass die Wärme oder Kälte, je nachdem, auch in den Raum abgegeben wird und nicht irgendwo hinter der Platte verschwindet. Du hast vorher erwähnt, fertige Wand, das heißt, das wird einfach an die Wand dann geschraubt? Du hast den Aufbau folgendermaßen, du hast die Wand, an die Wand kommt eine sogenannte Unterkonstruktion und die Platte wird auf die Unterkonstruktion geschraubt, dann kommt die nächste Platte, wird dann noch verbunden miteinander, verspachtelt, ausgemalt. Fertig ist das System. Wenn es jetzt darum geht, dass das eine fertige Wand ist, ist ja immer auch das Thema Brandschutz relevant. Brauchst du keine Sorge haben, unsere Platte ist ein Teil des Brandschutzsystems. Jetzt sagt man ja umgangssprachlich immer Gipskartonplatte, du hast aber jetzt explizit Gipsfaserplatte gesagt. Um nicht zu technisch zu werden, unsere Platte ist stabiler und haben eine bessere Wärmeleitfähigkeit. Die schauen anders aus als übliche Schrauben, wie man sie kennt. Sie sind noch anders. Es sind sogenannte Trompetenkopfschrauben. Warum nehmen wir sowas und nicht eine normale Senkkopfschraube? Diese Schraube hat zwei Aufgaben. Auf der einen Seite die Platte an der Unterkonstruktion zu halten. Diese Unterkonstruktion kann jetzt aus Holz sein, kann aus Metall sein. Die Schraube bleibt gleich. Der nächste Vorteil ist, aufgrund des Kopfes, des Schraubenkopfes, versinkt die Schraube in der Platte. Ich brauche nur mehr drüber spachteln, ausmalen und habe eine homogene, schöne Oberfläche. Ich stelle mir aber jetzt die Frage, du hast gesagt, verschraubt wird das, muss man kleben auch, warum ist das nicht unnötig? Unnötig kann es nicht sein, sonst hält man nicht. Aber warum machen wir das Ganze? Die Platte hält mit den Schrauben, das ist definitiv so. Du hast aber das Problem oder du könntest das Problem haben, wenn du zwei Platten miteinander oder aneinander schraubst, dass du auf Dauer durch leichte Bewegungen in der Wand Risse bekommst. Ist nicht ästhetisch. Und genau für das ist der Kleber. Das heißt, ich nehme den Kleber, trage ihn am Rand der Platte auf, setze die zweite Platte dazu, verschraube natürlich die zweite Platte, lasse ihn antrocknen, schere das ganze überschüssige Material kurz ab, schleife es an, verspachtle es, male es aus. Wie werden die Rohre dann miteinander verbunden? Mit sogenannten Presskupplungen. Wir haben da zwei Möglichkeiten liegen, einmal eine gerade Presskupplung und wenn es aus irgendeinem Grund mit einer Geraden nicht funktioniert, gibt es das Ganze auch im Winkel. Du hast die Rohre in der sogenannten Parkstellung, so kommt die Platte. Du nimmst dann ein Rohr hinaus aus der Parkstellung, gehst nach unten weg und jetzt kürzt du das Rohr. Du hast dann da noch einen Bug drin. Achtung, dass man es nicht knickt, das Rohr. Da ist die zweite Platte. Jetzt schneidest du das Rohr da ab, du verpresst ein Rohr. Auf der zweiten Seite nimmst du das Rohr der zweiten Platte, verpresst es auch und hast somit ein fertiges System. Lässig, das heißt, der Installateur bekommt von uns ein Komplettpaket. Genau, das ist auch das, worauf wir abzielen. Der Installateur selbst soll einfach eine leichte Arbeit haben. Der soll den Spaß haben mit unserem System und nicht herummuscheln müssen. Sau cool.